habe einen Ferienjob gehabt. Ich glaube, das war so Realschulzeit, weil ich einfach nebenher Geld verdienen wollte, so ein bisschen. Ich war früher Zeitung austragen. Ich hatte angefangen, dass ich gebabysittet habe. Und jetzt will ich vielleicht mal gucken, vielleicht Pizza backen oder sowas. Dann war ich so ein bisschen die Haushaltsgehilfin, was auch am Anfang ein bisschen komisch war, weil ich musste eben auch putzen, was auch jetzt eigentlich kein Problem war, aber ich konnte eigentlich nicht so richtig putzen. Arbeit in der Bar, in Tübingen. Kellnert habe ich immer mal wieder zwischendurch. Das ist eigentlich ziemlich anstrengend auch, weil es ja Nachtschichten gibt, die von über 8 Stunden gehen, die ganze Nacht lang. Ich habe einmal für 2 Wochen an der Winterferie mal gearbeitet in einer Firma, die stellen Flugzeugbauteile her. Ich war mal als Hostess auf einer Konferenz in Frankfurt. Im Freizeitpark gearbeitet, da haben wir eine Pommes gemacht und zwar halt auch nicht immer cool, aber hat halt Geld gebracht. Ich habe es wirklich gern gemacht, war nicht so gut bezahlt, aber es war einfach witzig, weil man eben viele Leute auch kennengelernt hat. Ich glaube, das waren dann immer so 6-Stunden-Schichten, was am Anfang für mich noch relativ hart war. Ist das so ein Job für die Semesterferien, weil es eben eine Referenz bringt? Es war eben der erste Nebenjob und es war erstmal so ein bisschen Erfahrungen sammeln, reinschnuppern, wie ist es überhaupt zu arbeiten, weil man es sonst einfach nicht gewohnt war, den ganzen Tag irgendwo zu arbeiten.